So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Detroit Become Human. Wir sind immer noch an einem Tatort, wissen aber nicht, was genau passiert ist. Das wollen wir natürlich jetzt ein bisschen rausfinden. Wir müssen da irgendwas rekonstruieren und das tun wir jetzt. Da ist irgendwo ein Stuhl umgefallen, das ist klar. Der Verdächtige war vor kurzem hier. Oder der Verdächtige hat also den Stuhl benutzt, um drauf zu stehen, um R9 an die Wand zu kritzeln. Und ist dann umgefallen. Und mit dem Kopf oder mit dem Genick und dieses Regal gefallen. Okay. Hat es aber überlebt und ist dann ins Wohnzimmer gerannt. Das wissen wir schon mal. Gut, also das wissen wir auf jeden Fall. Also wir müssen das ganze Ding rückwärts machen. Gut, das ist, wissen wir auf jeden Fall. Dann wissen wir jetzt, was passiert ist. Ja, auch müssen wir wieder was analysieren. 3 Punkte. Der ist synchronisiert. Nein, die Spuren sind frisch. 49,8 cm, also knapp einen halben Meter breit. Spuren von verzinktem Stahl. Okay. Hier sind irgendwelche Fingerabdrücke dran. Nein, das sind keine Fingerabdrücke, das sind Vogelfäkalien. Keine Fingerabdrücke. Okay. Das war jetzt eigentlich nur eine Vermutung. Und hier steht irgendwie ein Kabel oder was auch immer raus. Nein, es ist ein Metallhaken, kürzlich zerbrochen, 100% rostfreier Stahl. Wahrscheinlich irgendwie von der Feder oder von dieser Umrahmung. Gut, zumindest müssen wir ein bisschen mehr gerade. Warte mal, müssen wir da was rekonstruieren oder müssen wir das nur analysieren? Ja, wir müssen es auch rekonstruieren. Das ist auf jeden Fall ein Käfig, ein Vogelkäfig. Der Haken war nicht rausgebrochen, der war dafür da, um das Ding oben an der Decke zu befestigen. Der Verdächtige ist zur Haustür gerannt. Ich habe gehört, wie wir reingekommen sind. Ach, der ist gerade raus, als wir reingekommen sind. Okay, das war dieses Geräusch. Dieses Poltergeräusch war wahrscheinlich der Käfig, der runtergefallen ist. So. Der Verdächtige ist noch hier. So viel wissen wir. Gut. Entlarve den Verdächtigen. Der ist also hier irgendwie hoch. Wir müssen noch was untersuchen. Das ist ja hier hoch. Aua! Diese gottverdammten Dreckstauben! Worauf wartest du noch? Hinterher! Und hepp! Tür auf. Und X und rüber. Scheiße, der darf nicht entkommen. Einfach aber langsam, schnell, aber riskant. Wir können links gehen. Es klappt. Gefahrloser Umweg, ausgewogen, schnell, aber riskant. Gefahrloser Umweg, wir gehen da rechts hoch. Wie gesagt, es kann alles klappen. So. Direkt aber überlaufen, gefahrloser Umweg. Gut, dann gehen wir langs rum. Komm, hinterher. Den Jungen. Rein damit! Gut, das hätte jetzt anders klappen können. Aber das Tor ist zu.
Scheiße. Okay, wir müssen da raus. Gefallen so schnell. Wir können da lang. Okay. Aber es kann alles klappen, es muss aber nicht. Wir sind rechtzeitig reingekommen und jetzt holen wir uns den Kollegen. Hoffentlich. Ach du Scheiße. Ja, definitiv. Komm. X da hoch. Bis jetzt sieht es gut aus. Direkt überlaufen. Ich aber langsam direkt überlaufen und lieber da rein. Ach, scheiße. Das war nicht der Plan. Hep. Geh mal weg. Hank hat ihn. Zumindest halt. Ja, Chance überleben. Hank retten. Wir retten unseren Freund. Scheiße. Oh, Scheiße. Wir hatten ihn. Verdammt. Es ist meine Schuld. Ich war zu langsam. Du hast ihn wegen mir nicht erwischt. Ist schon gut. Ja, man, wir haben ihm das Leben gerettet. Das kann natürlich unser Vorteil sein. Wir hätten natürlich jetzt auch kriegen können und alles drum und dran, aber dann hätte er eventuell sogar den Charakter verloren. Nichts. Manchmal muss man auch solche Entscheidungen treffen. Stellen wir den Dieb und retten und verlieren damit unseren Freund, oder retten wir unseren Freund und verlieren den Dieb. Also wie dem auch sei, das Nest ist abgeschlossen. Wir haben Hank gerettet. Wir hätten auch, wie gesagt, Hank natürlich auch sterben lassen können. Naja. Wer seid ihr? Flüchtende. So wie du. Ich bin Josh. Ich bin Simon. Und jetzt sind wir wieder in der Story drin auf der Jericho. Wie viele seid ihr? 19 von uns sind noch funktionstüchtig. Die anderen wurden auf ihrer Flucht beschädigt. Viele wollen hier nach Jericho. Wenige schaffen es. Die Menschen haben wenig Mitleid mit uns. Ja. Ich suche Zuflucht. Ich dachte, Jericho sei ein Ort, wo Androiden in Freiheit leben. Wir leben in Freiheit. Vielleicht anders, als du gehofft hast, aber hier gibt es keine Meister. Wir gehören niemandem. Ihr wusstet, dass nur ein Android der Spur folgen kann, nicht wahr? Nur wer wie wir ist, kann Jericho finden. Konntest du die Zeichen entziffern, hat einer von uns dich als vertrauenswürdig erachtet. Es gibt einen Ort, wo wir frei sind. Finde Jericho! Ich verstehe, wie du das auf dem Schrottplatz war. Aber hier herrscht mehr Freiheit, als du je hattest. Direkt. Dunkeln zu warten, dass was passiert? Das ist für mich keine Freiheit. Du bist verwirrt. So wie der Rest von uns. Wir wollten das alles nicht. Wir müssen jetzt aber damit klarkommen. Du bist hier sicher. Du kannst bei uns bleiben, solange du möchtest. Das freut mich. Sprich mit Lucy. Okay. Sie kann dir vielleicht helfen. Sieh dich um. Finde Lucy oder Kunde Jericho. Das Feuer entfachen. Ein bisschen Licht brauchen wir auf jeden Fall auch. Moment, R1.
So, dass wir ein bisschen Feuer haben. Da geht's weiter. Hey Kollege, was mit dir? In einem üblen Zustand, was? Mein Diagnoseprogramm funktioniert nicht. Mama, es hätte mir ohnehin keine guten Nachrichten. Was ist mit dir passiert? Sie banden mich an meinem Auto fest. Sie wollten nur ihren Spaß haben. Ich will mich nicht abschalten. Nein, ich will mich nicht abschalten. So, hier können wir wieder ein Feuer, glaube ich, entfachen. Wieder ein bisschen Leiter, mehr Licht. Da war da noch irgendwo eins, oder? Oder habe ich jetzt gerade falsch? Moment, wir haben noch mal Punkte. Wir gehen auf jeden Fall mal dahin. Kann man hier wieder ein Feuer entfachen? Ne, wir können doch sprechen. Ich hörte, Menschen fürchten sich auch vor dem Tod. Definitiv. Weißt du, was danach mit uns passiert? Nein. Nein, leider nicht. Tja, ich werde es bald wissen. Ja, man landet wahrscheinlich auf dem Schrott. Marcus. Marcus. Schön, dich kennenzulernen, Marcus. Ganz meinerseits. Wir machen weiter. Wir sollen ja die Jericho erkunden. Weiter mal hier. Oh. Sie haben ihn weggejagt, als sie ihn nicht mehr haben wollten. Er hat auf der Straße gelebt, bis wir ihn herbrachten. Okay, er lebt noch. Sie werden sich alle abschalten, wenn wir ihnen nicht irgendwie helfen. Sie brauchen dringend blaues Blut und Biokomponenten. Wir schlachten alle aus, die sich abschalten. Aber das reicht einfach nicht. Und wie überleben sie? Tun sie nicht. Wir sterben langsam aus. Gut. Da geht's weiter. Also zumindest mal hier. So. Ich habe jetzt nur Step by Step die gelben Punkte ab. Also hier ist der nächste. Da können wir auch wieder ein Feuerchen machen. Wir haben etwas mehr Licht. So, hier geht's weiter. Wer bist du? North. Du. Was ist früher deine Funktion gewesen? Das ist doch egal. Ups. Die falsche Entscheidung. Wer fand diesen Ort? Das kann niemand mehr sagen. Wer es auch war, sein Körper liegt wohl irgendwo auf diesem Schiff. Alle hier brauchen Ersatzteile und blaues Blut. Warum hat das noch niemand besorgt? Das ist nicht so einfach. Wir können ja schlecht im Cyberlife-Geschäft einkaufen. Niemand will riskieren, Jericho zu verlassen.
Wenn du Geborgenheit suchst, bist du hier am falschen Ort. Jo. Gut, dann gehen wir da weiter. Öffnen. Kiste bereits geleert. Wir sollen da was analysieren. Okay, da stand eine Adresse drauf. Gut, damit berechnet. Ja, cool, den Jericho haben wir gemacht. Wir sollen noch Lucy finden. Das ist unsere nächste Aufgabe. Das Problem, wir haben keinen weiteren Zielpunkt gerade auf der Karte. Da hoch kommen wir auch nicht, ne? Ne, weil der hier auf der... Warte mal. Kann ich hier das Feuer machen? Ne, hier ist gar keine Möglichkeit, Feuer drin zu machen. Okay, da geht's nicht weiter. Das könnte Lucy sein. Das war aber auch nur Zufall, dass ich da reingeguckt habe. Bist du Lucy? Setz dich. Ups. Und mehr über diese mysteriöse Dame erfahren wir dann in der nächsten Folge bei Let's Play Detroit Become Human. Ja, ich weiß, es sind etwas kurze Folgen und alles drum und dran. Hat es auch seinen Grund, weil ich jetzt in kurzer Zeit sehr, sehr viel vorbereiten muss und alles drum und dran, weil ich demnächst 8 Tage in Urlaub fahre. Ich hoffe, diese Folge rauskommt. Weiß ich gerade gar nicht. Kann sein, dass ich noch im Urlaub bin. Nämlich bis Montag bin ich auf jeden Fall noch Minimum weg. Montag Dienstag und bis dahin muss ich auf jeden Fall was vorbereiten. Also seht es mir bitte nach, dass die Folgen durchaus etwas kürzer sein könnten. Bis dahin und tschüss.